Da frisst einer. Ist doch ein bisschen. Schon ein bisschen krass, dass sie kleine Welpen essen. So kleine, süße Welpen. Sie haben noch niemandem was getan. Du dreckige Schiff. Dafür wirst du sterben. Gut, da haben wir einen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Also von den Welpen. Die Welpen retten geht definitiv schneller als. Ja. Als diese Assis hier töten. Das gestaltet sich als sehr anstrengende Sache. Na komm, jetzt geh drauf. Sei ein guter Junge. Ja, guter Junge. Kriegst einen Keks dafür. Stella Gossa! Hey, was machen wir hier denn in so einem... Oh, Stella Gossa sieht verletzt aus. Was können wir für dich tun, Stella Gossa? Azuna war einst das Zentrum magischer Studien. Oh, Aha. Alle scheiße, aber ja. Wie lang das Leben auch ist, es scheint nie lang genug zu sein. Ja, dafür könnte ich dir Lieder erzählen. Ich habe meine Kräfte überschätzt. Alle Drachen, selbst die Aspekte, sind seit dem Sturz von Todesschwinger erheblich geschwächt. Es sah so aus, als wollte sie noch irgendwas sagen, aber leider blieb es nur bei dieser einen Aussage. Gut. Aber wir wissen ja, was passiert ist. Alle haben ja ihre Kräfte sozusagen aufgebraucht, aufgezehrt, kann man das so sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut. Hier wird er wahrscheinlich sein. Hier werde ich auch wahrscheinlich auch noch eine Truhe finden. Das sieht doch stark danach aus, als ginge das. Irgendwo hier so in der Ecke. Na komm. Im Wasser? Im Wasser? Im Wasser? Im Wasser? Wasser? Ja? Ja? Nein, leider auch nicht. Schade. Hier vielleicht? Schön, um wahr zu sein. Also hier müsste er gleich spawnen. Spawnen. Aber die brauche ich auch. Ach, da ist er doch! Was bildet ihr euch ein? Da ist er doch, der... Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ja, es interessiert mich gerade irgendwie ziemlich wenig, wer Moment. Du bist. Was habt ihr da? Was für eine beeindruckende Waffe. Ist immer schön, dass die ganzen NPCs ich immer meine Waffen loben. Das kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. Ihr macht mich langsam wütend. Ich bringe euch um. Ich reiße euch das Herz heraus. Ich werde das Mana aus euren Knochen saugen. Okay. Ich vergebe mich nicht angreifen. Bitte vergebt mir, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid. Dir tut gar nichts leid. Pure Energie. Sie hat mir den Verstand vernebelt. Ich hoffe, meine Lumpen und meine Verzweiflung sind nicht alles, wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein Ungeheuer. Siehst aber jedenfalls so aus. Ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht manasüchtig wie diese elenden Kreaturen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was du da pullen willst. Ja, gut. Ja, eskortiert Runas zur Projektion von Senegossa. Ja, okay, komm mal mit, Kumpel. Wenn du wirklich denkst, du bist ganz normaler Mensch und kein Monster, ja, dann bin ich mal gespannt, wie du das beweisen willst. Aber ich find's auch. Ich muss das loben. Ich find's schon geil, wenn du so gegen NPCs kämpfst und die ganze Zeit so deine Waffen angucken und sagen so, ey, so coole Waffe, die könnte voll, die macht voll. Die könnte voll schmerzhaft sein und die scheint irgendwie voll gefährlich zu sein. Es ist. Man hört das irgendwie so gerne, dass irgendwie die Waffen, die man trägt, irgendwie begehrt sind von ganz normalen NPCs. Es erweckt schon den Eindruck, als hätte man wirklich was Besonderes in der Hand. Nicht so eine x-beliebige Waffe, sondern wirklich, als hätte man wirklich eine legendäre Waffe, was wirklich Episches. Nicht einfach so ein paar Däufe, sondern ist schon cool, dass man so das eingebaut hat, dass dann die Leute drauf so antworten. Ist schon cool. Also es ist schon ein guter Schachzug von Blizzard, also so ein bisschen das Awesomeness, dieses Awesomeness-Gefühl zu vermitteln. Wer ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste es gerne auch, wer das ist. Er kann sich wahrscheinlich aber selber vorstellen, wer er ist.
Ich bin Runas, Sohn von Indaril, vormalig aus Surama. Nachsüchtig, ich traue euch und euresgleichen nicht. Papa Drache hat gesprochen, mein Freund. Ich verstehe, ehrwürdiger Drache. Mein Volk hat euer Misstrauen verdient. Lasst mich Wiedergutmachung leisten. Papa Drache, was sagen Sie dazu, zu dieser... Ach, Papa Drache schweigt erstmal. So, der Crystal, dann nehmen wir mal die Schultern und dann gucken wir mal, was er als Wiedergutmachung leisten möchte. Gestattet, Runas, euch zu begleiten. Ja, okay, gut, tu es, tu es. Wir beide sind ein gutes Team. Geht einfach vor, Runas. Lasst mich wissen, wenn ihr neue Mana-Quellen auftut. Dann auf nach Zarkena, wo ich meine Familie und Freunde wiedersehen werde. Was war das Lachen da am Ende? Das um sie zu töten, weil sie euren Drachen verletzt haben. Ach, sie sind... Mana-süchtiges Pack. Nicht wie ich. Ich habe eine eiserne Disziplin. Warte. Deine Familie hat unseren Kumpel Drachen da verwundet? Ach, so viel zum Thema Disziplin. Was bringt euch nach Azuna? Seid ihr nur zu Besuch? Oder hört dieses Wesen je auf zu reden? Das ist eine gute Frage. Edler Drache. Oh, seht nur, wir sind da. Man merkt schon, du wirst eine sehr, sehr große Nervensäge werden. So viel zum Thema außerdem Mana und Disziplin. Aber es ist interessant, dass diese Viecher ihn scheinbar so verwundet haben, dass er schon fast im Sterben liegt. Tötet Iskanef und Tyndrissen. Okay. Was hast du für mich noch? Ich kenne Geheimnisse. Beschafft 4 aufgeladene Mana-Juwelen. Okay, die verdorrten gerne als kleine Ausgaben hiervon als schnelle Lösung. Okay. Fügt diese Maid kleine Leer, die sich an den Asuna befindet, zum Heim erst bei einem Kristallsplitter in der Kristall. Cool. Also Essen kann ich damit zaubern. Auch nicht schlecht. Eindringling! Seid ihr hier, um mein Mana zu stehlen? Nun denn, nehmt eine Kostprobe! Ah, oh mein Gott. Als ob es hier sich alles nur um Mana dreht. Ey. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Immer diese Vorurteile. Diese Vorurteile. Ja, aber deutlich viel los hier. Das sieht man schon an. Ey, nicht zum Content. Ja, komm, du kannst mir auch ruhig helfen, du untoter Heini. Toter kannst du ja sowieso nicht werden. Ey. Ja, okay, wenn er mir nicht helfen will, helfe ich ihm auch nicht. Ich bin hier schließlich auch kein Wohltäter. Oh, hier sind verdammt viele Kristalle. Nicht zu retten, aber das hat was mit unserer Quest zu tun. Ach nee, das hat nur was mit unserem Bonusziel zu tun. Ja, macht ja nichts. Viele Kristalle zum Kaputthauen. Darauf stehe ich. Kaputthauen. Kaputthauen ist gut. Gibt zwar wenig Prozente, aber in so einer großen Anzahl haben wir doch schnell wieder ein paar Prozente gut gemacht. Müsst ihr mir jetzt nur noch überlegen, wo... Ach, der macht hier einfach einen Haustierkampf. Krasser Typ. Wo kriege ich denn am schnellsten irgendwas her? Ach, da. Mister, ich möchte dein Mana spüren. Komm, zeig mir dein Mana. Also aktuell sehe ich nicht viel von deinem Mana. Wow, du hast ein Konstrukt zum Leben erweckt. Ich mache Backflips. Ihr nehmt euch meine Leutnants vor? Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Ja. Das haben meine Eltern auch schon zu mir gesagt, dass ich irgendwie so ein Wunderkind wäre. Sie haben nicht gelogen. Aber Übermut tut selten gut. Hat mich schon ziemlich oft ins Gras gebracht. Deswegen belassen wir es bei... Ja. Warte, wo ist der denn? Ich habe gerade einen Punkt gesehen, der wurde aber ganz sofort wieder aufgedingenst. Der war schon wieder weg. Der Kollege müsste irgendwo hier sein. Scheint aber gespawnt und wieder gestorben zu sein. So schnell ist er draufgegangen. Tatsache, hier ist er, da.
Iskamev, ja, tot. Sehe ich. Ich sehe eine tote Leiche. Das ist nicht schön. Solange kann ich mich mal hier umschauen, ob es hier vielleicht irgendwas zum Looten gibt. Ein Portal! Wohin bringt mich das? Nach oben! Und was ist oben? Ein Schatz! Mein Schatz! Mann, super. Super. Und wieder gibt's Artefaktmacht. Yeah. Da freut sich. Da freuen sich meine Waffen. Da freuen sich meine Waffen. Jetzt wäre nur noch geil, wenn dieser. Wenn diese. Ach, da ist sie ja. Da ist sie ja. Das ist eine Frau. Sie sieht auf meinem Bild aus wie Sylvanas. Ja, Tatsache. Sie sieht echt so aus. Bisschen hast du was von ihr. Bisschen hast du was von ihr, Kleine. Wäre nur nicht der Fakt da, dass du ziemlich manasüchtig bist. Erinnert mich an einen anderen großen Manasüchtigen. Ihr seid eine Närrin. Ihr habt euer Blut vergossen und mein Mana verschüttet. Oh. Baby, wein. Weine nicht, Baby, weine nicht. Baby, weine nicht um mich. Nee, aber erinnert mich an Keltas, der große, gut aussehende Elf, der genauso Mana besessen war. Und das mit groß und gut aussehen war natürlich ironisch gemeint. Scheinbar ist das Mana-Problem und die Sucht danach immer noch ein heikles Thema in der Gesellschaft. Ach komm, noch ein fuck. Ich brauche noch einen, mindestens einen, komm. Freiwillige vor. Wer will? Wer will? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Komm schon. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Mehr Questgegenstände. Schade. Du enttäuscht mich. Vielleicht habe ich mit denen ein bisschen mehr Glück. Weil wahrscheinlich würde ich jetzt die Quest hier abgeben und dann gleich zu diesem komischen Johnny gehen, der die ganze Zeit so mal tut, als wäre hier der Boss, aber irgendwie auch nur ein Loser ist. Und wie ein Loser sterben wird, sobald er soweit ist. Ja, okay, von dir brauche ich nichts. Verschwinde. Ich bräuchte zwar die Dings da, aber die kann ich mir auch noch später holen. Weil wahrscheinlich werden wir da sowieso nochmal rein müssen. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz zurückfordern. Was ist das? Das kann ich nicht benutzen. Das Spielzeug schon, das nicht. Ich behalte das mal. Vielleicht ist das so eine Art Währung, die man dann später benutzen kann. So. Ah, das war ja klar. Tötet? Ja! Mister, ich schreie hier durch die halbe Gegend, wie cool ich doch bin, aber gleich Dreck fressen wird. Was haben wir hier noch? Lass die Vaplinge auf alle Manasyl vor mir. Na, okay. Ich traue Nachtsüchtigen nicht. Hat dieser Drache euch geschickt? Doch oder war es dieser Bettler Rodas? Egal. Ihr werdet bald vor Asunas neuem Prinzen knien. Edler Drache. Meine Wildlinge werden euch helfen. Hintergeht mich. Und ihr werdet den Zorn eines Drachenschwarms spüren. Setz Weblingarm, um einen Mana-Symphon zu zerstören, okay? Ein nobler Elf. Ich weiß, was Ehre bedeutet. Ey! Ich hab so meine eigene Gang. Ist ja auch nicht schlecht. Ich mag eine eigene Gang haben. Ist ja cool. So. Ja, was ist es denn hier? Deaktiviert die südlichen Mana-Flümen. Ich glaube, da setze ich meine kleinen Drachelinge an. War das so richtig? Genau. War so richtig wahrscheinlich. Los! Tötet es! Was tut ihr da? Meine Kondensatoren! Ja, die... Abschauen. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt! Ah, sorry. Der Spruch ist bei Elida nur noch so... halb so gut.